jetzt aber ganz schnell. Es gibt was zu futtern. Hausgemachte Kekse, gesund und lecker. Die Chefin weiß, was Hunde lieben. Mit Spaß kommen die, vertragen das sehr gut. Aber einer von ihnen hatte doch auch Probleme, ne? Mit normalem, also mit dem handelsüblichen Futter. Ja, eigentlich hatten das immer mehrere, so abwechselnd, ne? Also das Problem war immer, dass das am Anfang, wenn es gut gegangen ist, hinterher Unverträglichkeiten kamen, also meistens Durchfälle, das Fell war nicht mehr so schön. Und das Problem war natürlich, wenn man dann mehrere Hunde hat, eins zu finden, was für alle so passte, ne? Das war halt so unser Hauptproblem. Mach's jetzt. Und dann hat der Mann von Jasmin Ebbinghaus beschlossen, Futter selbst zu machen. Vegetarisches etwa? Nein. Tim Ebbinghaus ist Metzgermeister von Beruf, weiß aber, dass Vierbeiner außer Rind und Lamm auch frisches Obst und Gemüse brauchen. Warum mögen Hunde denn Kürbis? Warum Hunde Kürbisse mögen? Ich weiß nicht, ob sie unbedingt mögen, aber sie sind halt gesund und deshalb nehmen wir sie. Die kommen ins Futter? Genau, die werden gleich noch abgewaschen, dann machen wir die kleinen und dann kommen die rein. Fenchel? Drei-Sterne-Küche für Hunde? Nee, Fenchel ist ein sinnvolles Gemüse, ist beruhigend für Magen-Darm-Trakt, ist pilzhemmend, bakterienhemmend, also nur positive Eigenschaften und der Hund isst es auch ganz gerne. Sie klingen ja wie ein Doktor. Ja, was weiß ich, wie ein Doktor. Doch? Ja, wir haben uns ja ein bisschen damit beschäftigt, ne? Und man muss ja auch wissen, was man macht, ne? Wenn man jetzt irgendwas reinschmeißt, was nichts bringt, das hätte ja keinen Wert, ne? Jetzt mal ganz ernsthaft, machen Sie das mit den Menschensachen auch so, dass Sie sich so viel Gedanken über Gesundheit machen? Vielleicht ist es noch ein bisschen schlimmer bei den Hunden. Also, aber wir haben ja auch einen hohen Anspruch, ne? Also, und den wollen wir auch weitergeben. Tim Ebbinghaus hat, wie seine Vorväter auch, gelernt, feine Fleisch- und Wurstwaren für Menschen zu produzieren. Dass er inzwischen auch gesunde Hundenahrung in seiner Metzgerei zu Hause in Kamen köchelt und verkauft, das hat er seinen eigenen sensiblen Vierbeinern zu verdanken. Frisches Lamm in Lebensmittelqualität. Endlich Fleisch, wer sagt's denn? Das macht den Löwenanteil in den Hundemenüs aus, die Tim Ebbinghaus Paribal getauft hat. Wir haben immer 70% Fleisch in unserem Futter, immer nur eine Proteinquelle. Also das heißt, wenn man eine Lammdose aufmacht und eine Lammwurst, ist da 70% Lammfleisch drin, Muskelfleisch, sodass man da auch immer weiß, wo man dran ist. Aber allzu viel Fett packen Sie auch nicht da rein, oder? Nee. Auch ja, ein bisschen, ne? Aber Fett ist ja auch wichtig, ja? In der Hundernährung ist ja auch ein Energielieferant. Also Fett kommt auch mit rein, ne? Na, werden das Ständer am Hundefutter. Dreimal in der Woche schnibbeln, kochen und waschen der Meister und seine Gesellen für Vierbeiner. Und zwar immer dann, wenn die Leckereien für Zweibeiner fertig sind. Es ist derselbe Raum, in dem sie arbeiten für den Menschenbedarf und für den Hundebedarf. Genau. Wir machen ja alles in Lebensmittelqualität, verwenden ja alles an Gemüse, was wir sonst auch in der Metzgerei verarbeiten. Genauso für die Tiere. Fleisch auch. Genau. Frisches Gemüse, Lamm sanft gegart, damit auch ja nichts Wertvolles flöten geht. Und was dann außer einem Hauch von Salz und Buchweizen noch an besten Zutaten ins Menü kommt, dazu schweigt der Meister. Druckluft ist dran. Und wenn ihm jemand ob des Edelfutters in der Wurstpelle übertriebene Hundeliebe vorwirft, dann zuckt er nur mit den Schultern. Das kann ja jeder für sich selber entscheiden, ne? Wie weit er gehen will oder auch nicht. Und ich mache das halt so und jeder andere soll es so machen, wie er glücklich ist. Ne? Wir machen es so und ich denke schon, das passt. Fertig ist die Wurst ohne Konservierungsstoffe. Sie hält eine Woche. Schinken und Schwartemagen hier, Hundemenüs dort. Seite an Seite ruhen Leckerchen für Mensch und Hund bei Ebbinghaus in Kamen. Anfangs waren viele Kunden skeptisch. Eine Metzgerei für beide Spezies. Inzwischen ist das längst normal. Ich möchte bitte Hundeernährung, Hundenahrung. Ich sehe, Sie haben Würstchen. Ja, das sind die Hundeleckerlis. Oh. Aber die Rindgemüseparibalis und die Lammparibalis. Ja, ich möchte gerne was mit Gemüse, also nicht Getreide. Ja. Mhm. Johannisbeeren haben viel Vitamin C. Immunsystem stärken, ne?
Und wenn wir nämlich jetzt die Maschine nehmen würden, wären die ganzen Johannisbeeren kaputt. Also, man könnte sie nicht mehr erkennen, ne, als Verbraucher. Aber das ist eher was für Herrchen und Frauchen, nicht für den Hund. Ja, fürs Auge. Hering mit Gemüse und Johannisbeeren. Die Leckerei für Fischfans kommt zur Abwechslung mal in die Dose. Warum sind die Dosen innen beschichtet? Die sind jetzt für einen Nahrungsmittelverzehr. Ich meine, die gibt es auch nur in Blech, weil wir halt nicht wollen, dass das halt direkt im Kontakt mit Metall ist. Ne? Also das ist nochmal eine zusätzliche Schutzschicht zwischen Metall und Produkt. Und das ist einfach für uns selbstverständlich, dass wir die nehmen. Tim Ebbinghaus hat 5 Menüs in Wurstform auf seiner Speisekarte für Vierbeiner. 5 weitere bietet er als Version lange haltbar an. Fest verschlossen, vorsichtig geköchelt, bestens zum Versand geeignet. Handarbeit von A bis Z. Dann hätte ich gerne Dosen und zwar, wenn es bitte geht, Pferd. Ja, wie viel möchten Sie bitte? 2. Ja. Hat unser Chef dann erzählt, wer dieses Hündchen ist? Das ist nämlich seiner, oder? Ja, das ist nämlich sein Rüde. Da war er noch ganz klein. Ganz klein? Ja. Und so groß ist er geworden, dank Fresschen vom Chef. Im Ernst, dem Bordeaux-Doggenrudel von Tim Ebbinghaus und seiner Frau schmeckt's nicht nur ausgezeichnet, die Truppe ist auch rundum gesund. Endlich! So, aus, Milo. Auf den Geschmack gekommen? Wenn Sie weit weg von Carmen wohnen, dann können Sie die Hundemenüs natürlich ganz bequem im Onlineshop auf der Paribal-Homepage bestellen oder fordern Sie einfach den Paribal-Prospekt an.